Vor 35 Jahren starb unter mysteriösen Umständen die Sängerin Alexandra. Ihre Karriere in Deutschland dauerte ungefähr 3,5 Jahre. Jeder kannte sie damals, weil sie eine unnachahmlich wunderschöne, tiefe Stimme hatte. Darf ich Sie noch mal daran erinnern? Beachtet nicht den Rest von Leben und reißt an deinen grünen Zweigen, die sterbend sich zur Erde neigen. Wer wird mir nun die Ruhe geben, die ich in deinem Schatten fand? Mein bester Freund ist mir verloren, der mit der Kindheit mich verband. Mein Freund, der Baum. Tja, auch die jungen Leute heute kennen meinen Freund, der Baum. Aber kennen wir Alexandra und kennen wir vor allen Dingen die mysteriösen Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben? Ich begrüße den Biografen Marc Böttcher. Hallo. Sagen Sie uns ganz schnell, wer Sie sind, Herr Böttcher. Ja, also ich komme aus Berlin, habe damals Theaterwissenschaft, Germanistik, Publizistik studiert, eine Schauspielausbildung absolviert und habe in Stuttgart mein Debüt gehabt als Bleichenwang in Was ihr wollt. Ja, und dort, da kommen wir gleich zum Thema, war ich als Dramaturg, Schauspieler und Regisseur gefordert, ein neues Stück zu suchen. Und damals war also vor 10, 12 Jahren die Zeit der Hommagen. Da gab es eine Hommage an Marlene Dietrich, an Edith Piaf. Und ich habe gedacht, Alexandra mit der Öko-Hymne Mein Freund der Baum passt doch wunderbar in die Zeit. Und so habe ich mich aufgemacht zu recherchieren, bin in einen Buchladen gegangen. Da gab es unwahrscheinlich viele Alexandra-Bücher, aber ich erkannte, es ging nur um die russische Zarin. Also es gab leider nichts über die Sängerin und so machte ich mich an die Arbeit. Und Sie haben sich mehrmals an die Arbeit gemacht. Sie haben ein Bert Kempfert-Buch geschrieben. Sie haben, glaube ich, auch noch über andere Künstler geschrieben. Über Henrik Ibsen, eine wissenschaftliche Arbeit. Und Alexandra ist aber das Buch, das Sie selber persönlich so fasziniert, dass Sie auch in Ihrer freien Zeit, das kann man ja so sagen, nachforschen und plötzlich zu Ergebnissen kommen, die einen wirklich erschrecken. Ich möchte noch mal den Unfall von Alexandra, wie er damals gemeldet wurde, in Erinnerung rufen. Und dann wird er uns ein paar neue Tatsachen dazu geben, dass man sich wirklich die Frage stellt, ist sie eines gewaltsamen Todes gestorben? Der weiße Mercedes mit den Initialen der Sängerin verlässt Hamburg. Die Reise in den ersehnten Urlaub beginnt. Nach wenigen Kilometern hat Alexandra Schwierigkeiten mit ihrem Wagen. Sie wundert sich, da er gerade erst General überholt worden ist. Sie hofft, dass sie es noch bis Westerland schafft. Doch da bleibt ihr Mercedes unerwartet stehen. Nach einer kurzen Reparatur, für eine genaue Inspektion bleibt keine Zeit, setzt Alexandra ihre Reise fort. Gegen 15 Uhr fährt sie in Richtung Tellingstedt. Am Ortseingang sieht sie von rechts einen 32-Tonner kommen. Der LKW hält nicht an. Das Unfassbare geschieht. Ein Zeuge berichtet, dass Alexandra ungebremst auf die Kreuzung fuhr. War es Selbstmord? Wohl kaum. Denn wollte Alexandra zu dritt in den Tod rasen, hätte sie ihre Mutter und ihren Sohn nicht noch als Erben eingesetzt. Oder wurde am Wagen manipuliert? Bis heute bleibt unklar, welche Interessen mit dem Unfall verbunden gewesen sein könnten. Wer mehr über die Sängerin erfahren wollte, wurde beschimpft und bedroht. Also müssen Sie ja ziemlich beschimpft und bedroht worden sein. So war es. Also es ging bis hin zu ganz wüsten Morddrohungen. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt, eine Strafanzeige wurde von mir gestellt. Und die ganzen Umstände um diesen Fall sind mehr als mysteriös. Also ich habe damals, als ich angefangen habe mit der Arbeit, wirklich gedacht, einen Sangesstar zu porträtieren. Und da rief eines Tages Udo Jürgens bei mir zu Hause an. Da ging erst mal der Mitbewohner ran und meinte, wer ist da Udo Jürgens? Hier ist Zara Leander, legte wieder auf. Und zum Glück rief er dann noch mal an und ich sagte zu ihm, also er sagte zu mir, man hat Alexandra auf dem Gewissen. Und so war eigentlich mein Interesse geweckt, da weiter nachzuforschen. Vielleicht können Sie uns so 3, 4 Stationen nennen, die besonders deutlich dafür sind, weshalb Sie so ein Misstrauen haben. Ja, zum einen, wenn man bedroht wird, dann denkt man ja, wieso eigentlich, wenn man eine Biografie schreibt, das ist ja sehr ungewöhnlich. Das ist so, Alexandra hatte kurz vor ihrem Tod Hals über Kopf ein Testament gemacht, eine sehr hohe Lebensversicherung abgeschlossen, dann das Schulgeld ihres Sohnes für ein Jahr im Voraus bezahlt und ein Familiengrab gekauft. Und das macht eigentlich ein 27-jähriger Schlagerstar, glaube ich, nie. Und ich habe dann auch gemerkt, durch die Aussagen der Leute, die ich interviewt hatte, dass Alexandra kurz vor ihrem Tod sehr unter Druck gestanden hat. Und bin dann auch zum
Generalstaatsanwalt in Schleswig-Holstein gegangen, um Akteneinsicht in die Unfallakten zu bekommen. Und siehe da, es wurde manipuliert, geschlampt, korrigiert. Also sehr auffällige Merkmale, zum Beispiel ein ganz wichtiges. Da steht in dem Leichenbericht, Alexandra soll umgehend Feuer bestattet werden. Und so etwas hat sie nie gewollt, sonst hätte sie auch kein Familiengrab, ein Erdgrab gekauft. Wer konnte diese Akten manipulieren? Dann wurde in die Leichenhalle eingebrochen. Dann wurde diagnostiziert, ohne Obduktion, ohne Leichenschau, dass Alexandra einem Schädelbruch erlegen war. Und der Bestatter, der jetzt nach meiner Filmdokumentation, wie viele andere auch, auf mich zugekommen ist, sagte, Alexandra war unverletzt. Die hatte gerade mal eine Schramme im Gesicht und es sah aus, als würde sie schlafen. Wir haben ja dieses Wrack, dieses zerstörten Autos gesehen und das ist auch nie wiedergefunden worden. Das ist wie vom Erdboden verschwunden. So ist es. Also das Wrack wurde abgeschleppt. Es wurde auch schon laut Sachverständigen manipuliert. Also man sah gerade in dem Einspieler, dass das Dach nach oben gewölbt war. Dann in der Werkstatt war alles runtergewölbt. Dann wurden die Sitze ausgetauscht. Man könnte sogar annehmen, das sagt zumindest mein Rechtsanwalt, der jetzt die Wiederaufnahme des Todesermittlungsverfahrens prüft, dass also es vielleicht um zwei Wagen gegangen ist, dass einer vorgefahren ist in einer verkehrswidrigen Manier, so wie die Zeugen es auch ausgesagt hatten. Aber auf der anderen Seite hatte Alexandra ernste Probleme mit ihrem Wagen. Das bezeugt eine Quittung, die am Unfallort nicht gefunden wurde, die ich aber beim Steuerberater in den Akten gefunden habe, dass sie auf der Fahrt in den Tod noch kurz zuvor in einer Werkstatt war und gemeint hat, mit dem Auto stimmt etwas nicht. Also mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass es Ihnen nicht darum geht, an einer Art Legendenbildung mitzuwirken, sondern Sie machen da schon Detektivarbeit. Sie setzen sich hier mit seriösen Mitteln auf seriösem Weg ein und untersuchen Fakt neben Fakt neben Fakt und kommen dann zu dem Ergebnis, das Sie wie beschreiben möchten. Na nun, was ganz interessant ist, was gerade erst vor kurzem rausgekommen ist durch die Einsicht der Stasi-Unterlagen, dass Alexandra mit zwei Männern in Kontakt stand. Also zum einen auf der einen Seite ihr russischer Ehemann, der 30 Jahre älter war als sie, auf der anderen Seite ihr Verlobter kurz vor ihrem Tod, der als Geheimdienstler in Dänemark schon ein Agentennetz mit über 100 Mitgliedern aufgebaut hatte und dann wegen krimineller Machenschaften, Millionenbetruges des Landes verwiesen wurde. Er selbst war verheiratet mit einer Dänin, also er hätte sich der Bigamie schuldig gemacht, hätte Alexandra ihn geheiratet. Und er hat in Deutschland auch ein neues Netz aufgebaut. Und es gibt jetzt von Seiten CIA, KGB auch Anträge, jetzt laufen noch beim MAD, BND. Es kommt also jeden Tag etwas Neues heraus. Und ich glaube, dass Alexandra zwischen die Fronten gerät, dass sie vielleicht Dinge wusste, zum Zeitpunkt, also als der Kalte Krieg auf dem Höhepunkt gewesen ist, das vielleicht ihr zum Verhängnis wurde. Das heißt, hier gibt es einen jungen Mann, der wollte eigentlich eine Biografie über eine erfolgreiche Schlagersängerin schreiben und stellt auf einmal fest, hoppla, hier habe ich in ein Wespennest gegriffen. Kann ich das so ausdrücken? So ist es. Und hätte man es am Anfang gewusst, glaube ich, hätte ich auch meine Finger davon gelassen. Ich kannte Alexandra gut, ich habe sie oft interviewt, ich habe mit ihr verschiedene Veranstaltungen gehabt. Ich habe noch 4 Tage vor ihrem Tod mit ihr eine große Veranstaltung gehabt. Und wir waren damals alle wie geplättet, weil wir es nicht für möglich gehalten haben. Und, aber natürlich dachten wir alle an einen Unfall und nicht an so unglückliche Verkettungen. Dieses Buch hier, Alexandra, die Legende einer Sängerin, sind hier die aktuellen Erkenntnisse schon mitverarbeitet? Ganz genau. Das ist also jetzt gerade zum 35. Todestag am 31. Juli parallel mit der DVD-Veröffentlichung jetzt auf dem Markt erschienen. Und werden Sie weiterforschen? Ja, also wenn man 12 Jahre an dem Fall dran ist, will man eigentlich auch wissen, wie geht's zu Ende. Aber wer bezahlt Ihnen das? Naja, also zum Glück hat man ja noch mehrere Berufe, Synchronautor, Theater und andere Filme, die ich mache, da kann man dann das schon irgendwie einflechten. Das Einzige, was mich an der Geschichte stört, wenn ich das ehrlich sagen darf, in dem Auto saß ja die Mutter und der Sohn. Der Sohn war damals 6 Jahre alt, genau. Er hat überlebt. Er ist jetzt, glaube ich, wie alt wird er jetzt sein? Ist jetzt 41. 41. Mhm. Und der hat überhaupt kein Interesse, dass Sie weiterforschen. Warum? Ja, die ganze Familie war ziemlich zerstritten, auch schon also vor Alexandras Tod. Und dann hat man sich um den Sohn bemüht, die Schwestern von Alexandra, wie auch der Ex-Ehemann. Und er ist nach Amerika gekommen und er zeigt sich keinerlei kooperativ, uns zu unterstützen bei der Arbeit, bei der Recherche. Er weiß als 6-Jähriger auch sehr, sehr wenig über den Unfall. Ich glaube eher auch, dass die Familie Alexandras, die beiden älteren Schwestern, mehr wissen. Aber da ist auch ein massiver Druck zu spüren, dass sie also aus Angst
sich nicht öffnen, an mich wenden oder Auskünfte geben. Deswegen ist es umso schwieriger zu recherchieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Sie war eine großartige Sängerin. Ich danke Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind und dass wir wieder mal Gelegenheit hatten, über Alexandra, diese einmalige Karriere nach 35 Jahren, hier wieder zu sprechen. Wunderbar. Dankeschön. Danke, mich auch. Ja.